Einen emotionalen Einsatz für Christian Reuter und Paul Richter löst jetzt ein abgeschlepptes Auto mit einem blinden Passagier aus. Wie gesagt, das Auto steht ja schon eine halbe Stunde, das muss auch unbedingt weg. Guten Tag, die Polizei ist da. Guten Tag, Sie haben angerufen. Sie hat uns angerufen. Ja. Sie sind die Frau Vogt. Frau Vogt. Wie können wir Ihnen helfen? Das ist mein Angestellter, der hat den Wagen abgeschleppt und da ist ein Kind drin. Und wir wissen jetzt nicht, wie wir das Kind... Tatsächlich, das haben wir tatsächlich so mitbekommen. Und da sieht man doch, da ein Kind drin ist. Aber er kriegt letzter Zeit nichts mehr gebacken. Entschuldigung, ich habe den Anruf über Funk bekommen und bin da hingefahren. Dann stand die ganzen Anwohner schon mitten im Weg und dann musst du da weg. Gemacht. Du hättest das doch sehen müssen, dass ein Kind drin ist. Wie? Ich habe ja auch noch ein paar Minuten gewartet. Da kam ja keiner. Und was hast du in die Luft geguckt oder was? Nee, also wie lange soll ich den dann da stehen lassen mitten in der Einfahrt? Ja, dann, wenn ein Kind drin sitzt, immer. Sie haben ein Kind da oder ein Lebewesen, ein Hund, Tier. Ein bisschen aufgeregt, weil da alles schon rumstand. Der Funk ging dauernd. Ja, wie lange machen Sie den Job denn schon? Ja, schon jetzt länger. Ja, dann müssen wir das wissen. Dumm, Halter. Christian Reuter kontaktiert umgehend die Leitstelle, um den Halter und damit die Eltern des Kindes zu ermitteln. In der Zwischenzeit versucht Paul Richter, das eingesperrte Mädchen ein wenig abzulenken. Ja, sonst rausholen. Ist die Frage, wenn sie sitzt, ruhig noch oder was? Das Kind ist einigermaßen ruhig, aber will halt, glaube ich, raus, ne? Ja, ich schau mal nach, wann die... Arnoldnummer 5121. Sobald du eine Information hast, wie lange das dauert, könntest du bitte noch mal eine Rückmeldung geben, weil ansonsten würden wir die Scheibe einschlagen. Im Moment ist das Kind noch ruhig und da gibt es für uns jetzt keinen Grund, hier das Auto aufzumachen. Nach kurzer Rücksprache steht fest, die Mutter ist zwar auf dem Weg, braucht allerdings noch einige Minuten. Die Beamten entscheiden, das Kind umgehend aus seiner misslichen Lage zu befreien. So, das war laut, ne? Kommt du da ran, küsst Schwarz in die Pause? Ja. So. Kannst du einmal den Sitz, ich komme jetzt nicht dran. Ja. Alles gut? War ein bisschen laut gerade, ne? Ja, ne, mein Fug. Nicht schlimm. Ja. So, da komm mal her, mein Mädchen. Komm mal her. Einmal. Kannst du machen, ja, klar. Ja, geh mal hin. Ja, so, guck mal. Kann man Ärmchen mitnehmen? Ja, da komm mal her. Jetzt gehen wir zu dem großen Polizisten. Komm mal zum großen Onkel. Zu dem dicken Polizisten auf den Arm. So, dann gehst du mal zur Tante. Ja. Haben wir irgendwo, wo wir uns unterstellen können? Ja, da hinten. Ja? Er ist beim Einschlagen der Scheibe tatsächlich noch ein paar Splitter abbekommen. Klassischer Fehler, hätte ich Handschuhe getragen, wäre das nicht passiert. Ist aber nicht der Rede wert. Habe schon drüber geguckt, gleich Pflaster drüber, dann ist gut. Wenige Minuten später erreicht die Mutter den Hof. Die Beamten erwarten nun eine Erklärung, warum die Zweijährige alleine im Fahrzeug zurückgelassen wurde. Oh, hallo. Was ist denn passiert? Schon geschafft. Wo haben Sie das Auto abgeparkt? Ich hab das eigentlich gar nicht. Mein Ex-Mann hat das, ja. Okay. Er wollte mit ihr einen Ausflug machen. Wo ist er denn überhaupt? Ja, nicht da. Das Auto ist abgeschleppt worden. Dummerweise hat der Abschleppdienst nicht ordentlich geguckt und hat ihre Tochter hinten übersehen. Deswegen haben wir sie jetzt erstmal so im Auto, weil gerade so schwül ist. Jetzt fängt natürlich auch zu regnen. Ja. Deswegen haben wir jetzt die Scheibe einschlagen müssen. Also, und das Kind rausholen müssen. Ich kann mir das ja überhaupt nicht erklären. Also er ist normalerweise immer ganz sorgfältig mit ihr. Boah, ne? Ist ja alles gut jetzt. Also sowas, also ich weiß gar nicht. Wo ist er denn oder wo wäre er denn? Er wollte mit ihr in den Zoo fahren. Okay. Wo hat er das jetzt? Kann ja nicht Sinn. Wo haben Sie den abgeschleppt? Ich hab den hier Venloer Straße 2 abgeschleppt. Bürogebäude. Hä? Bürogebäude. Davor. Ja. Genau davor. Das ist ein bisschen weit weg vom Zoo, ne? Ja. Ja, klar. Das sagt mir gar nichts, die Adresse. Und haben Sie ihm dann Auto geliehen oder was? Ja, ich hab's ihm geborgt, weil seins in der Werkstatt ist und ich sowieso bei meinem neuen Partner bin das ganze Wochenende. Okay. Und dann habe ich gesagt, klar, kann er natürlich meins haben. Oh, ja, jetzt haben wir es geschafft. Also passen Sie auf. Dann müssen Sie jetzt natürlich gucken, wie Sie mit der Fahrerseite Scheibe. Gut, das ist egal. Kriegen, ne? Weil das hat jetzt so lange gedauert. War ja heute warm und dann dachte ich, wenn der Karre zu warm ist, dann gehen wir lieber auf Nummer sicher und wollen nicht. Oh, ja, das ist schon geschafft. Das Knöllchen kriegen Sie trotzdem. Das können Sie mal an Ihren Ex-Mann weiterleiten. Ja, ganz gewiss. Ich weiß nicht, wie Sie jetzt mit dem in Kontakt treten. Ja, gut, ich will natürlich jetzt auch wissen, wo er ist. Ja, also ich weiß jetzt nicht. Was war jetzt wir hätten ihn auch gern gesprochen. Was, Venloer Straße 2? Da hast du den Abbruch weggeholt. Genau.
Ja, Bürogebäude, riesige Bürogebäude, und stand da mitten in der Einfahrt. Ja. Also aktuell neben der Maßnahme, die wir gerade getroffen haben, das heißt die Scheibe einzuschlagen, wurde hier das Fahrzeug abgeschleppt, weil es ordnungswidrig geparkt war. Und wir haben jetzt hier zumindest einen Verstoß gegen die Fürsorgepflicht des Vaters, der ja eigentlich auf sein Kind hätte achten müssen, wenn er so lange weg ist, dass das Fahrzeug also über eine halbe Stunde lang abgeschleppt werden kann, was schon mal ein komisches Ding ist, wundert uns das doch schon sehr. Auch die Mutter ist in großer Sorge um ihren Ex-Mann. Während sie ihre Tochter zur Oma bringt, fahren die Beamten zu der Adresse, vor der das Auto des Mannes widerrechtlich geparkt war. Auf den ersten Blick erscheint das Gebäude völlig verwaist. Ja, komm, können wir mal gucken, aber ich glaube fast nicht, dass da einer ist. Ja, da keiner ist, aber guck mal hier. Haben Sie gehebelt? Ja. Hast du Handschuhe? Ja. Wenn das auf ist, dann sag ich dir mal direkt. Die geht auf. Ja. Der Fall wird immer mysteriöser. Für die Beamten gilt jetzt Alarmstufe Rot. Der Einbrecher befindet sich möglicherweise noch in unmittelbarer Nähe. Uns auch die Ohren aufhalten. Ach, warte, was machen Sie denn hier? Sie warten bitte draußen, Sie müssen draußen warten. Ich muss jetzt mal gucken. Ja, wir haben aber eventuell, haben Sie auch draußen alles. Warten Sie bitte hier, warten Sie hier. Ja, okay. Und bleiben Sie ruhig, ja? Okay. Während Christian Reuter und Paul Richter den ersten Stock durchsuchen und eine Spur der Verwüstung vorfinden, sind im Eingangsbereich erneut Stimmen zu hören. Hier, hallo. Hallo. Ja? Wer sind Sie denn? Ich bin der Hausmeister hier. Aha. Also, Sie, was ist da passiert? Wir sind die Polizei hier. Wir sind die Polizei hier. Bleiben Sie, wir hier ist aber kommen Sie mal ganz, kommen Sie mal bitte hoch, wenn es geht. Was ist denn los? Das wissen wir auch noch nicht. Wie sieht das was sind das hier aus? Für Räumlichkeiten denn? Es sind das nur Büros oder was? Ja, ja, das sind die Büros und ich bin hier der Hausmeister. Wie sieht ja. man hier aus? Ja, also, wir sollen aber nicht zu weit gehen, nur mal hier. Können Sie uns sagen, wem das ist? Ist das eine Firma nur oder was? Ja, ja. Wir gehen davon aus, dass hier wohl eingebrochen worden ist. Ich bin ja am Wochenende immer mal hier und gucke nach rechten. Ne? Was ist denn da hinten in der Ecke mit der Kamera da? Gebäude ist überwacht. Ja, und aber alarmgesichert nicht, oder was? Nee, das können wir jetzt irgendwie und gucken, ob Kameras angeschlagen haben. Ach, mit so, Bewegungsmelder. Okay, dann muss ich unten mal gucken. Ja, dann lassen wir aber davon aus, die sind nicht mehr. Das ist ja Chaos hier. Das ist mir nur zu Beim Sichten der Überwachungsaufnahmen erkennen die Beamten einen entscheidenden Fehler der Einbrecher. Sie müssen eine Menge Fingerabdrücke hinterlassen haben. Ja, da kommen da echt zwei Ganoven an. Und auch schön ohne, ohne Handschuhe. Ja. Das ist mir heutzutage nur zu mäßig. Ja, Bürogebäude gerne. Ne? Schöner Tastentelefon. Die da kommt noch einer. Wer ist das? Ach du Scheiße, das ist ja wie eine. Wie, was hat Ihr Mann denn heute getragen? Was hatte der denn an heute? Ich habe ihn ja nicht gesehen, das Ach ist so, es ja. Okay. Er hat die Tochter gestern abgeholt. Warten Sie mal gerade. Die schleppen denn nicht Warten rum. Sie, ich guck mal kurz. Moment, hier haben wir ja noch eine Kamera. So, das ist jetzt hier. Das ist jetzt erst klar, ist der Bereich hier. Ja. Ja, das ist mein Ex-Mann. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh, schauen Sie mal. Wo geht's denn da hin? Wo geht's denn da hin? Tun Sie mal gefallen, gehen Sie mal beide raus. Gehen Sie einmal in die Zwischentür da bitte. Ich will Sie kann man da auch sehen, wie die sind wieder rausgekommen? Kann man da sehen? Nee, das Ende ist nur der Bereich hier und von oben. Das ist der Keller. Da geht noch Keller. Da geht in den Keller? Okay. Ach du Scheiße, was ist da hier los? Okay. Die Beamten sind in höchster Alarmbereitschaft. Die Täter haben bereits bewiesen, dass sie höchst brutal vorgehen und vor nichts zurückschrecken. Okay, eine Person. Hier, das ist ja, ich mach mal hier ja. gerade sicher. Hallo. Hallo, können Sie wach werden? Hallo, die Polizei ist da. Guten Tag. Ganz locker, ganz ruhig, die Polizei ist da. Alles in Ordnung. Wie lange liege ich hier schon? Ja, die sind ich kann Ihnen das nicht sagen, keine Ahnung. RTW? Versuchen Sie sich mal aufzurichten. Ja, Mama. Arnold vom 12. 21. Oh, ich bin niedergeschlagen worden. Ja, wir haben einen Teil auf dem
Darf ich kurz auf Ihren Kopf schauen? Ja, wir benötigen unseren Einsatz mal ein RTW. Von unserem Blötsch hinten. Männliche Person mit Kopfverletzung. Wie lange liege ich hier? Ich kann sie nicht sagen. Mia! Mia, wo ist Ihre Tochter? Bleiben Sie ruhig. In Sicherheit. Sie sind sicher. Nein, die ist bei Ihrer Frau. Die ist bei Ihrer Ex-Frau. Wieso ist sie bei meiner Ex-Frau? Ja, weil das Auto ist abgeschleppt worden. Sie haben ja hier vor dem Komplex hier geparkt. Und dann ist das Auto abgeschleppt worden. Dummerweise hat der Abschlepper nicht geguckt, dass da hinten ihre Tochter dran sitzt. Wie geht's ihr? Alles gut, ist bei ihrer Frau, beziehungsweise jetzt, glaube ich, bei der Oma. Dann lassen wir mal gerade hochgehen. Hier war's safe komplett, ne? Ja, okay. Die Täter haben offenbar bereits das Weite gesucht. Die Beamten geben umgehend eine Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Einbrechern an die Leitstelle weiter. Das gibt's doch nicht. Und die Kleine war im Auto alleine die ganze Zeit. Was hatten Sie denn hier vor noch? Wir waren im Zoo, Mia. Und? Auf dem Nachhauseweg bin ich noch im Büro vorbeigefahren. Ich wollte noch Unterlagen fürs Wochenende ganz kurz abholen. Aber das ist doch nicht alleine im Auto. Nein, die hat geschlafen. Und die Kleine. Dann? Die Tiefgarage war zu, da habe ich das Auto kurz vor der Tür abgestellt. 2 Minuten, da muss ich sie doch nicht wecken dafür. Ich dachte, ich bin in 2 Minuten wieder raus. Komm rein, Tür war auf, habe ich mir noch nichts bei gedacht. Ich dachte, irgendwelche vom Team wären hier. Dann gehe ich nach oben und im Büro vom Chef, da sind zwei Typen, wühlen alles durch. Das ist Büro vom Chef, da oben. Da haben sie mich gepackt und wusste ich nicht mehr, wie mir geschah. Haben mich in den Keller geschleppt und dann haben sie mir einen übergezogen. Da weiß ich nichts mehr. Die Kriminalpolizei ist bereits auf dem Weg. Anhand der Fingerabdrücke und Spuren am Tatort können die Kollegen hoffentlich die Identität der flüchtigen Einbrecher lüften. Sie sind ja jetzt hier, ne? Nichts anfassen, alles so lassen, wie es ist, auch da vorne an der Türe. Ja, ja. Ne? Die Kollegen kommen, die sind informiert. Und für Sie rollt der RTW. Da fahren Sie mal ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, fahren Sie jetzt mit oder fahren Sie zu Ihrer Tochter wieder? Ich fahre mit ihm. Ja. Meine Tochter ist versorgt. Ja, kümmere dich um mich. Sie ist doch bei meiner Mutter, alles gut. Ich weil fahr die, mit ihr. Die Kollegen von der Kripo werden mit Sicherheit, wenn sie da Kontakt haben, so wie ich das jetzt gesehen habe auf den Videos, werden die mit Sicherheit auch mal bei Ihnen da Proben nehmen von der Kleidung, dass die ihre Kleidung sicherstellen oder so. Ne? Wenn Sie mich brauchen, ich stehe zu. Ja, wir sind eh noch was hier, wir warten, bis die kommen und dann. Ein Abgleich der Fingerabdrücke hat gezeigt, die Täter waren bereits einschlägig vorbestraft und konnten noch am gleichen Abend festgenommen werden.